Ferienhaus in der Bergprovinz. Keiner weckt mich auf aus meiner perfekten Million. Der Boss von die Welt guckt, wie ich deine Blockparty crash und wie man seine Rotznase brech, meine Art. Say jetzt fresh, Fame und Cash, Straßencharisma, Bitch. Ich feiere jeden Tag, als wär's. Boom, was geht ab, Leute? Willkommen bei mir auf dem Kanal zurück. Heute geht's auf zur nächsten Box und zwar von Say It Cold Summer. Herausgebracht über Alpha Empire, also sprich Kollega. Und kam 2017 raus, die Box. Ausverkauft, soweit wie ich das weiß. Dann wäre ich drehen schon wieder ab. Immer wenn die Folie hören, drehen die durch. Und ja, genau. Cold Summer heißt es. Alpha Music Empire präsentiert, wie ihr hier seht. FSK 12 heißt wahrscheinlich, dass eine DVD mit drin sein wird. Ja, genau. Cold Summer, kann man sehen, wie man möchte. Alpha Music Empire und Warner Music. Genau. So. Gucken wir mal rein in die gute Box. Nicht mehr verfügbar, also komplett neu. Da müsst ihr echt Glück haben mittlerweile. Das ist leider so, das gibt es wahrscheinlich nicht mehr so zu kaufen. Ich hatte jetzt wirklich Glück gehabt, ich hatte erst eine andere bekommen, die was dann nicht komplett neu war und dadurch hatte ich die dann zurückgeschickt, weil da was nicht gepasst hat mit der Box, weil da einiges gefehlt hatte, was ich ein komisch fand. Und ja, hier ist schon mal eine Menge drin auf jeden Fall. Meine Güte, was ist hier denn alles drin? Meine Güte. Ja, hier ist einiges drin. Würde ich mal sagen, fangen wir einfach mal an. Ja, das ist explizit, das ist mit FSK, das ist klar. Fangen wir einfach mal an mit der hier. Das ist Instrumental, Instrumentals, wie auch immer ihr das schimpfen wollt. Zack. So, zack. Viel Folie auf jeden Fall vorhanden, das könnte sich vielleicht immer sparen. Aber dann kann es natürlich sein, dass irgendwas nicht heil ankommt. Und ob es glaubt oder nicht. Aber zu den anderen Themen komme ich dann noch einmal. So, sieht es dann aus. Zack. Sind natürlich in die Album-Tracks, wie ihr es ja kennt jetzt, sag ich mal. Und mal gucken, die CD möchte gerade nicht raus. Zack. So sieht die CD aus. Schön im Babyblau gehalten. Eine schöne Farbe auf jeden Fall. Hier ist auf jeden Fall einiges dabei. Also ihr seht schon, einiges an Musik dabei. Meine Güte. Ich würde sagen, dann fangen wir, machen wir erstmal weiter mit den Aufkleber. Seht. Schön großer Aufkleber, aber leider nur einer dabei. Da hätte ich vielleicht die Folie weggelassen und mal noch einen Aufkleber mit reingeballert. Wäre vielleicht auch nicht so verkehrt gewesen. Dann, ob es glaubt oder nicht, ich hatte sogar eine Box bekommen, wo diese, also das ist definitiv selbst unterschrieben, weil ich zum Beispiel hatte wirklich eine Box bekommen, wo keine Unterschrift drauf war. Das ist natürlich doof, wenn du dir die Box holst und dann natürlich hier keine Unterschrift drauf ist. Das ist sehr, sehr bitter. Aber, ich hab das nochmal, Alpha Music Empire. Nochmal als Schriftzug nochmal. Ist natürlich bitter dann, ne? Aber ist halt dann wie es ist. Muss man ja leider so sagen. So, dann kommen wir auf ein voraussichtliches Poster. Das wird wahrscheinlich auch das gleiche sein. Ach ne, sind sogar zwei verschiedene Motive drauf. Relativ dick. Und ein relativ großes Poster. Einmal die Seite. Abnehmen. Einmal die Seite. Es ist natürlich ziemlich oft geknickt. Und das ist dann immer so eine Sache. Aber von der Qualität her sieht es schon mal sehr, sehr gut aus. Das ist die eine Seite. Das Weiß hier geht, dadurch blau ist und kein Schwarz. Und da sieht man die nicht ganz so krass. Das ist die andere Seite. Sieht fresh aus. Vor allem hier das mit den Palmen und so, das finde ich mega fett. Und es ist wahrscheinlich die Brille, die was hier mit in der Box vorhanden ist. Wenn natürlich die Künstler Sachen mittragen.
was in der Box direkt mit drin ist, finde ich dann so an sich schon richtig cool. So, dann hier die Sonnenbrille jetzt zum Beispiel. Die packen wir mal als nächstes aus. Zack. So, haben wir einmal hier stehen. Ah, das ist immer so klein. Da hat sogar mein Fokus manchmal Probleme. Da, genau. Zack. So. Seht ihr mich schon mal? Peace. Das geht ab. Ja, cool. Ist wahrscheinlich dann noch innen drinnen mit Warnhinweis und sonst Gedöns dann, was vom Lichtschutzfaktor etc. angeht. Gehe ich mal ganz stark davon aus. Sonnenbrille Blue Ocean, genau, Filterkategorie 3. Wie gut es jetzt ist, weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht. Aber ihr könnt es mir gerne mit reinschreiben, ob das gut ist oder nicht. Aber die fühlt sich jetzt nicht so verkehrt an, die Sonnenbrille, aber es ist halt eine Sonnenbrille. Ne? Ich ziehe sie dann mal mit auf kurz. Aber so an sich kommt eigentlich ganz gut daher, muss ich sagen. Kann man, denke ich, gelten lassen. Es fühlt sich halt nach Plaster an, ne? Man muss es halt einfach so sagen. Das ist halt jetzt keine krasse Sonnenbrille einfach. Das ist halt einfach eine Sonnenbrille so als kleines Gimmick. Man muss aber dazu sagen, dass hier relativ viel mit drin ist und T-Shirt ja trotzdem noch. Also von daher ist es eigentlich, denke ich mal, relativ tragbar. So, dann haben wir als nächstes. Ah, ich mache erstmal die Folie ab, dass das nicht so reflektiert für euch. Sieht dann auch wieder die CD dann wieder so aus. Ganz normal, wie die andere auch. Ist in Ordnung. Ich habe gerade gedacht wegen dem Reflektieren, aber es ging gleich so auf. So, zack. So sieht es aus. Hier haben wir schon mal 5 Tracks drauf. Mit Plagues, Kollega als Features nochmal direkt. Sieht auch richtig fett aus, muss man sagen. Also kann man echt gelten lassen. So vom Style, es war eigentlich schön gleichmäßig gehalten, finde ich richtig gut. Da haben wir hier schon mal 5 Tracks auf jeden Fall drauf. One Weekend in Ibiza ist die nächste. Also was hier alles mit drin ist, das ist ja übel, muss man echt sagen. Also wie gesagt, also musiktechnisch muss man sagen, One Weekend in Ibiza wird wahrscheinlich eine DVD sein. Gehe ich jetzt mal davon aus. Gucken wir mal kurz rein. Ja, das ist die DVD. Mal in einem Weiß gelassen. Weiß ist natürlich auch immer schön edel, mag ich auch sehr. Jo, also mal keine Musik. Aber die Musik kommt hier nicht zu kurz auf jeden Fall. Die Box. Und hier haben wir auch wieder, ich glaube, das ist dann das T-Shirt wahrscheinlich, was hier jetzt auch schon mal getragen wird. Und ist natürlich cool, wenn der Musiker wirklich dann dasselbe nochmal trägt. Und hier sind dann auch nochmal 10 Tracks. Auf der anderen waren es 15 und auf dem Halbalbum, muss man mal gucken. Also auch nochmal 15, also fast 30 Tracks. Und hier mit Colin natürlich nochmal das, vor allem 10 Tracks. Da kann man ja schon fast sagen, das ist bei manchen ein Koalabo-Album mittlerweile. 10 Tracks. Also auch richtig krass. Das wird wahrscheinlich in Schwarz gehalten sein, genau. Haben wir dann Blau, Schwarz und Weiß. Geile Farbkombi, was ja auch eigentlich so prinzipiell eigentlich, ne, so drumherum ist, muss man sagen. Und nun kommen wir zum letzten, also hier habe ich ja 4 Folie aufgemacht. Hier geht sogar mal so gleich auf, man glaubt es kaum. Jawohl, zack. So. So sieht es dann außen aus. Hier ist nochmal on fire, ist nochmal mit Kollega direkt nochmal. Und sonst alles allein gemacht wahrscheinlich. Ach krass, cool. Also 15 Tracks nochmal oder davon 14, was nochmal allein gemacht worden ist. Also auch Respekt dafür. Das siehst du auch nur noch sehr, sehr selten, dass Künstler fast ein komplettes Album solo machen. Wobei man sagen kann, bei einem Track, das ist jetzt auch nicht so die Menge, wo man sagen kann, das ist nicht komplett allein gemacht. Also krass. Booklet bin ich auch gespannt jetzt. Weil Booklet ist immer so eine coole Sache noch immer. Habt ihr das dann nochmal als Bild? Das braucht man vorne drauf. Ich sag, das finde ich cool. Dann kurz einen Randzoom nochmal. Dass man da so die Miami Vibes so hat. Die Tracks nochmal direkt. Ja, das ist vom Poster, glaube ich, gewesen. Das sah indisch aus auf jeden Fall. Hier ist nochmal der gute Mann. Zack. So, nochmal groß machen.
Ja, das sind halt jetzt, okay, also nicht High-End-Booklet jetzt, sag ich mal, aber irgendwo muss man dann halt auch mal die Kosten dann etwas reduzieren. Weil hier ist ja wirklich schon relativ viel drin, muss man sagen. Also da kann man sich eigentlich nicht beschweren. Danke nochmal an Mama, Kollega, Cori, Plex, Bilal, Alexander Neumann, Fasol, Emri, Amman und Hatice. Finde ich gut, dass das nochmal direkt nochmal erwähnt wird, dann, wo der Dank rangeht. Das ist eine Respektsache und das finde ich, hat auch in jedem Booklet irgendwo stattzufinden, weil man nicht alles allein auf die Kante bringt und natürlich immer Leute mit dem Hintergrund was zu tun haben natürlich. So, schauen wir das mal fix wieder ran. Fett aus. Dann hier auch nochmal beschrieben, also ich weiß nicht, ob der Druck lange hält, weil das nicht direkt reingepresst ist, sag ich mal. So ein wenig rau. Dann hinten drauf haben wir auch was stehen. Also muss man sagen, sieht richtig fett aus. Also gefällt mir sehr. Ist mit jetzt, muss man sagen, also für mich persönlich so eins meiner Favoriten bis jetzt. Weil es richtig gut aussieht. Also, wie gesagt, seht ihr. Also in der L ist das, glaube ich, gewesen. Und super. Da haben wir die Brille. Können wir auch nochmal mit draufhauen. So, bam. Jugger. Was geht ab? Kann man vielleicht auch mal mitmachen oder so. Weiß ich nicht. Guck ich mir deinem Video nochmal an, weil, wenn ich die Brille nicht auf habe, sehe ich nicht ganz so krass hier. Jo, und von daher. Das Video geht relativ lang, weil halt nun mal viel mit drin ist und ich muss sagen, also wenn ihr Sayed oder so mal als Rapper noch mit hören wollt, ihr werdet es im Intro ja gehört haben ein bisschen, und noch jemand an so eine Box rankommt, kann ich es einfach nur empfehlen, sich vielleicht die Box noch zu holen, selbst wenn es gebraucht ist, weil es ist genug Mucke mit dabei. Wie gesagt, über 30 Tracks, dann DVD nochmal, Autogrammkarte, Sticker, T-Shirt, Sonnenbrille, also was willst du mehr? Und die hatte damals, soweit ich das auch weiß, hatte glaube ich 45 oder auch 50 Euro gekostet. Und von daher ein Top-Preis, also kann man echt nichts machen. Im Vergleich zu anderen Boxen, die was halt bloß eine CD drin haben, ohne Booklet oder so zum Beispiel. Und kostet genauso viel, ist das natürlich ein Witz. Und von daher, haut rein meine Lieben, euer Mimo. Ciao.